Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Ja, Freunde, es geht weiter und ich bin diesmal mal wieder nicht alleine. Das letzte Mal hatten wir die zauberhafte Millie dabei und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt braucht man einen Buddy hier. Und deswegen ganz liebe herzliche Grüße an Gary the Gammerit. Hallo. Hallo John, der Buddy. Sehr gut. Naja. gut, du hast keine Ahnung, wo wir hier sind, weil, so wie ich es mitbekommen habe, ist das Spiel ja blind für dich, also vom Zugucken her. 100% blind. Und, ja, ich würde dir gerne die Wahl lassen, aber ich kann sie dir nicht geben, weil ich habe was vor. Ich möchte in ein optionales Gebiet gehen, nämlich zu den mystischen Bergen. 65 Millionen Jahre vor Christus. Ja, ja, vor Christus. Sehr schön. Wenn es den Glauben ja auch gibt, meinetwegen. Da reisen wir jetzt hin. Das sollen wir eigentlich storytechnisch nicht hin, aber ich zeige euch gleich, warum ich da hin will. Okay. Ich bin auch ganz gespannt. Ja. Es ärgert mich ein bisschen, dass man keinen Ton hört. Weil der ja, ist ein echt gut. Der ist richtig episch. Also da gibt es wirklich auch niemals so Aussetzer, wo man sagt, oh nee, komm, das geht gar nicht. Ja, von dem, was ich bisher gesehen habe, stimme ich da voll und ganz zu. Mhm. Also auch gerade die Fanfare ist einfach cool. Ja, total, ne? Also hier könnte man jederzeit wieder zurückreisen. Aber wir wollen uns jetzt hier erstmal in der Urzeit uns ein bisschen umgucken. Währenddessen kannst du ja ein bisschen was, so deine Eindrücke bisher von dem Spiel schildern. So wie ich es rausgehört habe, ist das ja eigentlich nicht so dein Lieblingsgenre eigentlich. Beziehungsweise ja. Du bist den japanischen Rollenspielen da ein bisschen abgeneigt. Aber das hat es ja, so wie ich es mitbekommen habe, doch ein bisschen angetan. Ja, ich bin da so ein bisschen abgeneigt, aber auch einfach, weil jeder das so toll findet. Ich weiß auch. Der Hype. Mhm. Ja, wenn jeder das so hypt und so, dann geht mir das erstmal voll gegen Strich. Okay. Ja, keine Ahnung, ein bisschen doof halt. Aber ich muss sagen, Chrono Trigger hat da schon einiges in meiner Meinung angehoben, muss ich sagen. Mhm. Also vom Kampfsystem her, ich meine, es ist jetzt auch nicht anders als in den späteren Spielen, so Final Fantasy und sowas, ja. Aber... es ist ein bisschen direkter, finde ich. Also nicht so, ah ja, wir machen erstmal 20 Minuten Opening Screen und dann nochmal 20 Minuten Outro bei jedem Kampf. Weißt du, dann bist du erstmal 5 Stunden beschäftigt damit, bis du 3 Kämpfe hinter dir hast oder so. Ja. Stark übertrieben natürlich, aber. Schon klar. Ne, aber so kommt es einem irgendwann dann vor, gerade wenn dann es an Farming oder sowas geht, was man hier ja auch irgendwie nicht zu brauchen scheint. Also du kommst ja gut durch, soweit ich gesehen habe. Richtig, ich habe ja wirklich nur am Anfang einmal dieses Schwert haben wollen und jetzt kann man einfach, wenn man alles mitnimmt, reicht das sowas von. Deswegen, das finde ich schon ganz nett, also weil ich stehe nicht so auf diese Grind-Games. Nee, also ich meine, man hat auch Besseres zu tun im Leben, oder? Also. Das stimmt allerdings, ja. Deswegen, deswegen mag ich Chrono vor allem, weil da sind die Dungeons unglaublich kurz und bei den früheren Final Fantasy waren sie das eigentlich auch noch. Also bei dem PS1 FF, sage ich mal. Mhm. Aber vielleicht ist das mein Hauptkritikpunkt, weil ich werde öfters gefragt, so, ja, was ist mit der Tales of Serie? Und da finde ich es dann halt doch schon ein bisschen heftig. Also das, was du da erwähnst mit diesem Farming und so, das macht mir halt dann nicht wirklich Spaß. Ja. Ja, einfach Gegner töten, um ein paar Level wieder zu kriegen oder sowas. Also ich habe wirklich Final Fantasy 13 gespielt. Also ich bin ja nicht ganz fern. Ne? Also ich habe ja schon mal ausprobiert wenigstens. Und bin bis zum letzten Boss gekommen. Okay. Und bin da dann abgekratzt, weil ich einfach nicht genug Level hatte. Das war richtig ärgerlich. Und man kommt dann ja auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich musste das Spiel nochmal spielen. Na super, ja. Und als ich dann da war, wieder an der Stelle, wo ich noch hätte farmen können, und wir wirklich ein paar Level zusammen schustern, ne, da hatte ich keinen Bock mehr. Okay. Und da war ich dann so angenervt von dem Ganzen, dass ich dann gedacht habe, ne, das war's. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Also, ne, meine Meinung kommt jetzt nicht von ungefähr, aber ja, ich fand da dieses Spiel schon besser, auch von der Story eigentlich her. Ich finde, es muss, also das findest du ja so toll, mit Love Story und so immer dabei. Ja, das brauche ich. Ich finde es ein bisschen... unnötig teilweise, weil es kommt mir auch manchmal so aufgesetzt vor, so einfach so, ja, wir mussten noch irgendwie eine Love-Story da reinklatschen, damit alle Leute zufrieden sind. Und dann haben wir die nochmal dazwischen gehauen in zwischen 3-4 Kampfszenen oder so und dann war das gut. Mhm. Das finde ich auch, muss einfach manchmal gar nicht sein. Also es reicht, gibt auch mal eine gute Story, ohne dass da sich irgendwelche paaren wie die Affen. Ja, das ist ganz krass gesagt, ja. So, ja. Ja, aber ne, ich meine, darauf läuft es ja eh hinaus. Ja, da hast du ja im Grunde schon recht. Ja. Geht auch mal ohne, es muss nicht immer dabei sein, finde ich. Ja, aber es ist halt ein schöner Zusatz. Gut, ich finde es jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy 9 jetzt nur mal zum Beispiel, da fand ich das alles ein bisschen sehr kitschig aufgeklatscht sozusagen. Es kommt halt auch
sehr auf die Inszenierung drauf an. Und es sollte auch, ja, nicht, sollte auch nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Ich meine, wenn es nebenbei passiert, ist es eine schöne Sache. Genau. Und dann habe ich das echt gerne. Gerade wenn es so ein bisschen subtiler ist, weißt du, das ist so, ne, wo man sich denkt so, ah ja, ne, da ist vielleicht was zwischen denen, aber ich meine, man muss es ja nicht so mit der Lupe beleuchten. Genau, so. Kannst halt auch übertreiben. Richtig, ja, manche stellen das ja so unglaublich rein, dann den Fokus und dann, ja, dann necken sie sich die ganze Zeit im ganzen Spiel, man weiß genau, am Schluss kommen sie eh zusammen, da muss man schon aufpassen, ja. Und das finde ich schon so ein bisschen nervig dann. Aber ich meine, für 65 Millionen Jahre, um nochmal auf Chrono Trigger zurückzukommen, ja, ne? ist das hier doch sehr, also so von, die Umgebung passt jetzt schon eher, aber die andere eben war noch sehr modern von allem. Ja, du meinst jetzt das, was gerade im Let's Play ist, ne? Das, wo wir vorher waren, das war... Ja genau, da wo wir gerade, das ist jetzt World Map und das davor, diese Lokalität war ja, schon recht... Das ist normal, recht schön, ne? Also da haben sie jetzt wirklich das nochmal ganz umgemodelt hier. Ich werde hier jetzt auch nicht alles machen, weil wie gesagt, wir müssen hier noch nicht rumdackeln. Es gibt nur eine Sache, die würde ich jetzt gerne mitnehmen. Und zwar, das ist optional und ich muss gerade denken, wo das ist. Ich glaube hier drüben. Das Jagdrevier. Das ist ein absolut optionales Gebiet. Das mache ich jetzt aus dem Grund jetzt schon, weil wir uns da ein paar Ausrüstungen abgriffeln können. Ah, ja. Und da gibt es einen kleinen Trick in diesem Level. Also zum einen gibt es diese Frösche. Mit einer richtig affigen Musik. Schade, dass du die jetzt nicht gerade hörst. Aber ich kann den Part ja nochmal gucken. Richtig. Die hat was, die Musik. So. Ich glaube, die bringen nicht wirklich was, diese... Röschis, mal gucken. Aber die sehen auch sehr knuffig aus. Ah, ihr seht, zweimal Zahn, zweimal Horn, zweimal Federn. Kann man jetzt noch nicht wirklich was mit anfangen, aber ich sag's euch, das Zeug ist sehr brauchbar. Sind das wirklich Frösche? Was soll das sonst sein? Ich weiß, also, ich meine, Federn haben ja eigentlich nur Reptilien. Ach so, Federn meinst du, ja. Und Frösche sind eigentlich Amphibien und keine Reptilien. Ja, ich weiß nicht, wie das damals war bei deren Urzeit, ne? Ach so, ah, das ist die spezielle Urzeit. Das sind fädrige, gehörnte Froschwesen oder so. Quaker, Amphibisser, Regenfrosch. Ja. Okay. Also wird es wirklich ein Frosch sein, aber strange. Ja, irgendwie sehr strange. Also das sind die berühmten Chrono-Trigger-Federfrösche. Ja, wo bin ich denn? Ach hier. Ja, also wir farmen gerade ein bisschen die Items. Es gibt aber noch einen kleinen Trick, den wissen nicht viele. Deswegen will ich euch den unbedingt zeigen. Da müssen wir aber auf ein gewisses Event warten. Das heißt, einfach mal weitermachen wie bisher. Und während wir so rumgeschnattert haben, habe ich euch die Elemente gezeigt, die wir jetzt haben. Die richtig gut reinhauen. Kosten natürlich auch gut MP. Aber, Aber mit den MP regenerieren die sich von selbst doch nicht, ne? Nee, gar nicht. Die muss man schon mit Ether auffüllen oder halt Speicherpunkt zelten, was auch immer. Also anders als in FF10, dass du jetzt streamst und so. Genau, stimmt, da regeneriert es bei FF12, ja. FF12, sorry, ja, ich komme da ein bisschen durch. Ja, so viele FFs. So viele. Ne, schlimm. Viel zu viele. Und dann ja noch mit Reloaded und mit, ach. Ja, jetzt kommt ja demnächst Lightning Returns raus. Ich bin ja mal gespannt. Genau, sowas, ja. Naja. Ich hab... Wurde ja auch schon heiß diskutiert im Stream. Ja. So, und jetzt ist Regen. Jetzt ist Regenwetter angesagt. Jetzt muss ich ganz schnell hier... rumflitzen, die Frösche und alles ist jetzt weg, aber ein besonderer Gegner ist jetzt hier irgendwo, der ist aber immer woanders, das ist absolut random und dadurch, dass er jetzt in der Ecke schon nicht ist, habe ich wahrscheinlich Pech und werden gar nicht erwischen. Der Regen kommt auch random oder, also immer wenn man ein paar Gegner tötet? Und so zeitlich, also wenn man jetzt, keine Ahnung, so zwei Spielminuten, dann kommt er wieder. Mhm. Aber es gibt einmal in diesem Screen, in diesem Gebiet gibt es einen Spezialgegner und den will ich euch zeigen. Das wäre ja cool. So, da ist es das, durch. Was die Leute nicht so unbedingt wissen, oder? Ja, mit dem Spezialgegner, weil er gerade ist nur an einer Stelle und man weiß nie an welcher. Und wenn man den macht, passiert halt was Tolles. Und mit jedem Regen dann auch an einer anderen Stelle natürlich, ne? Genau. Also immer wieder resettet. Wenn jetzt wieder Regen kommt, dann ist was anderes. So, da ist er. Da ist er. So, cool. Den haben wir uns jetzt gekrallt und jetzt werden wir ihn bekämpfen. Der Nu. Das ist eine spezielle Spezies, die wir in Chrono Trigger bzw. auch in Cross noch öfters treffen werden. Die haben eine relativ fiese Attacke, die aber eigentlich nicht so schlimm ist, auch wenn es schlimm aussieht.
Also 102 Schaden finde ich schon heftig. Ja, aber der Clou daran ist, der schraubt uns, glaube ich, immer runter auf 1. Also kann eigentlich töten, oder wie? Er kann, glaube ich, obwohl ich weiß gerade nicht mehr, hat er noch eine zweite Attacke? Anscheinend nicht, er schaltet mich auf 0, genau. Deswegen, wir lassen uns einfach in diesem 1er-Zustand. Wenn er jetzt doch noch was anderes kann, dann habe ich halt gelitten. Ich wollte gerade sagen, John, willst du es riskieren? Ja, ich beobachte ihn jetzt mal. Solange die anderen noch nicht im 1er-Bereich sind, wird es nicht so schlimm sein. So. Vielleicht wissen ja manche, dass das geht, aber nach dem Kampf kann man noch eine Kleinigkeit machen. Aber das klappt nicht immer. Das stelle ich mich mal so ein bisschen blöd an. Okay. Jetzt muss er erstmal sterben, ihr merkt schon, der hält ein bisschen was aus. Der hält richtig viel aus. Du hast ihm ja jetzt schon, weiß ich nicht, 800 Schaden oder so verpasst? Wir haben ihn. So, und jetzt achten wir mal. Gut, die Erfahrungspunkte sind so das Doppelte von den Fröschen. Aber 30 Tech-Points, Leute. 30 verdammte Tech-Points. Das ist eine Menge. Und? Du stark, hier nehmen. Jeweils 3 der folgenden Blabla erhalten. Rotblatt, Zahn, Horn und Feder. Und jetzt krallen wir uns doch mal... Nein, doch. Du sehr stark, nehmen. Ein drittes Auge erhalten. Ja, man kriegt nämlich nochmal was, wenn man ganz schnell ihm nachrennt. Wie fies ist das denn? Ja, das, ich weiß gar nicht, woher ich das weiß. Aber irgendwie habe ich das mal rausgefunden. So, jetzt werde ich ihn erstmal wieder heilen, den Guten. Und oh ja, Tonics reingekloppt, bis er nicht mehr kann. Ja, ne, das geht immer. Drittes Auge, muss ich eben mal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es bringt. Das ist auf jeden Fall ein Accessoire. Doppeltes Ausweichen, das ist eigentlich cool. Also doppelte Chance dann, ne, oder? Denke ich mal, ja. Aber nee, bei Chrono will ich den Gegenangriff drin lassen. Aber ich glaube, hier könnte ich das reinmachen, weil gerade sie ist ja mehr unsere Heilerin, dass die da mehr Chancen hat. Ja, und praktisch. Das kann man jetzt beliebig oft wiederholen. Gut, das dritte Auge gibt es jetzt nicht nochmal. Das wäre ja auch ein bisschen overpowered, oder? Aber dieses, dieses Hornset, Hornzähne, was weiß ich nicht alles, das kommt immer wieder. Und wofür man das überhaupt alles braucht, das zeige ich euch nach diesem Frosch. Irgendwas craften oder so? Ja, so da, das ist so ein... Ja, ich meine, viel gibt's ja nicht. Entweder verkaufen, ja. Aber ob man das dann deswegen farmt, kann man ja auch bei den Fröschen so ein bisschen. Hm. Dann bleibt ja nicht mehr so viel, oder? Was man damit noch machen könnte. Irgendwelche Sachen zusammenbasteln wäre doch da das Naheliegendste. Mhm. Aber... Der Ausschlaggebende, also wo es sich halt richtig lohnt, sind die Tech-Points. Ich meine, normalerweise bekommt man um die 1 bis 4 Tech-Points pro Kampf und hier kriegt man dann gleich mal 30 zugeschüttet. Man muss jetzt das Gebiet schon verlassen, damit er wieder erscheint. Deswegen bringt jetzt nichts, den Regen abzusuchen. Ich kann ja auch eben mal gucken, es gibt jetzt dadurch, dass wir unsere Elemente können, gibt es auch wieder neue, schöne Sachen, die demnächst freigeschaltet werden. Aber da gut, darauf gehe ich ein, wenn es soweit ist. Okay, lass mich raten, Elemente gab es im letzten Part? Ja. okay. Auf eine sehr interessante Art und Weise. Ah, neugierig. Kommt ja morgen, wenn ich das schaffe, ja. So, und ich hoffe, dass du es schaffst. Hier gibt es noch eine schöne Hütte. Und ja, mit denen werden wir jetzt alle reden. Und damit du auch was zu tun hast, wirst du jetzt alles synchronisieren. So. Oh Gott, was? Ja, auch das Mädchen. Ich kann das doch nicht. Rotblatt, Zahn, Horn und Feder in Jagdrevier zu finden. Bei Regen neue Monster erscheinen. Ah, die gibt einen Tipp. Okay. Das ist schon mal gut. Vielleicht hast du es auch da so ein bisschen mit wahrscheinlich. Hier, Tauschhaus. Viele Dinge handeln. Ja, Tauschhaus, weil damals gab es natürlich noch keine Währung und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon denken, wofür wir das ganze Zeug brauchen, was ich eben gefarmt habe. Leuchtenden Stein tauschen. ja. Wobei, der nimmt jetzt Geld. Interessant. Naja, aber das interessiert mich nicht, die paar Items. Stinkende Münzen. Gewitter schlecht für Saurier, du wissen? Jetzt weiß es. Super. Ihr fremd! Gute Sachen haben! Chef nicht okay, nicht handeln! What? Okay. What? Warum? Ich dachte, ich könnte hier mich schon tot handeln hier. Moment, nee, oder bin darfst ich... nicht. Chefhütte. Chef, was ist los? Geht immer gar nicht. Chef? Chef! Kein Chef. Ich war jetzt total davon überzeugt, dass ich jetzt schon die Items abgriffeln kann, was man hier... Warum glaube ich, der ist irgendwo in diesem Dactyl-Nest, wo du eben schon warst? Na gut, das ist zwar ein bisschen schade, aber... Okay, mir gehen die Stimmen aus. Was ist das? Kleines... Ich kann nicht erkennen, was das für ein Tier ist. Ach, das ist ein kleines Mädchen. Ich glaube auch, ja. Ist ja kein...
Ihr seltsame Fälle tragen! Oh Gott, jetzt habe ich keine Stimmen mehr, John. Mach doch auch mal. Nein, du musst jetzt die halten. Du ziehst das durch jetzt. Ja, keine Ahnung. Chefhütte, nördlich von Dorf. Schön Stein, schönen roten Stein sehen. Chef hat ihn. Ja, sehr schön. Chef. Aber Chef ist nicht da. Ja, der Chef, ne? Ja, der ist, hat roten Stein. Der ist jetzt, macht sich einen schönen Abend. Was? Ihr Reptiden tragen? Oh, ich euch schlagen. Ja, kann er versuchen. Oh ja, feiger Hund. Reptiden schuppig und haben kaltes Blut. Schwer zu schlagen. Reptiden? Soll das nicht eher Reptilien? Dachte ich mir auch immer. Ja. Süßes Wasser trinken, dadurch stark werden. Hey, gib mir einen Energy Drink hier. Süßes Wasser. So. Wiederhergestellt, immerhin. Es hat auf jeden Fall was Gutes beigetragen. Wie auch immer. Ja, da unten haben wir noch einen Wald, wie schon erwähnt. Da sind wir hergekommen. Ja, schade. Ich hätte euch jetzt nämlich gern, ich wäre schon gern Shopping gegangen in der Uhrzeit, weil, wie gesagt, man muss die Items tauschen und kriegt dafür unterschiedliches Zeug. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man das im Vorfeld sich krallen kann. Aber weil ich wollte schon sagen, der Uhrzeit, wie gut können die denn sein? Ja, die sind auf wundersame Art und Weise sehr gut. Die sind sogar insofern noch besser, weil die sich immer updaten. Was? Ja, der Shop datet sich mit der Zeit immer ab. Also es ist Wahnsinn. Deswegen lohnt sich sogar ein öfterer Besuch. Aber jetzt leider noch nicht. Was macht das für einen Sinn? Du reist aus der Gegenwart immer wieder 65 Millionen Jahre zurück. Das heißt immer den gleichen Zeitraum, aber die Sachen dort ändern sich. Ja, ist schon ein bisschen seltsam, ne? Andererseits wäre auch langweilig, wenn wir das High-End-Zeug jetzt in der Zukunft abgegriffelt hätten, weil es halt das Modernste ist, ne? Das ja, gut, auch irgendwie aber blöd. Da macht's mehr Sinn, wenn du irgendwas später, also beziehungsweise vorher veränderst im späteren Spielverlauf, dass es sich dann ändert in der Zukunft. Das macht mehr Sinn, als wenn sich in der Vergangenheit verändert. Eigentlich schon, ja. Ist nicht ganz so 100% durchdacht, aber ich meine, macht ja nichts. Ich denke, sie wollten wahrscheinlich einfach nur dieses Tauschsystem dann nochmal aufgreifen, vermutlich mal. Das kann sein. Weil das ist eigentlich ganz nett gemacht. Man muss nämlich immer zwei unterschiedliche Items miteinander verbinden und dann guckt man, was man daraus bekommt. Okay. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten und letztendlich hat man halt komplett neue Rüstungsset und auch eine neue Waffe. Kam dazu die erste Erklärung auch im letzten Part? Ja, so. Zu dem ja. Ja, der letzte Part war, wie die meisten jetzt natürlich wissen, ist doch sehr story- und erklärungslastig. Ja, Leute, ihr seid mir was voraus. Ja, aber ich hab dir nicht alles verraten. Also gibt's noch ein paar sehr interessante Dinge, die passiert sind. Ich bin gespannt. Also das wird ja noch was werden. Ja, aber leider, was heißt leider? Wir werden jetzt noch ein bisschen in die Story reinspielen, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, ein paar Minuten haben wir ja noch. Genau. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Spielfortschritt, wollte ich dich mal fragen. Wie kann man da so eine kleine Einschätzung schon kriegen? Wie weit ist es? Ist es noch sehr am Anfang oder so auf die Mitte tendierend oder sowas? Nee, also da wir ja hier alles machen wollen, dauert es noch richtig lang. Okay. Ja, weil es ist so ein typisches Spiel, wo man... Also es hat noch unglaublich viel Main-Story und wenn die vorbei ist, kann man noch so unglaublich viel Extra-Zeug machen. Was sich aber auch wirklich lohnt und Spaß macht. Es hat nämlich nicht nur, keine Ahnung, Items und so, es hat auch Story. Deswegen will ich das alles mitnehmen. Okay. Sind das dann auch Dinge, die danach, also nach der Main-Story erst freigeschaltet werden? Kann man so sagen, ja. Das ist cool. Okay. Es sind wirklich, man kann wirklich von Sidequests reden, dann, die dann erscheinen, aber die haben es dann auch wirklich in sich. Okay. So, die Lichtpunkte, hier ist die Protokuppel, die uns ja schon bekannt ist, da wollen wir nicht nochmal hin. Wir müssen nach Medina, 1000 AD. Ne, Medina sagt uns zwar nichts, aber die Jahreszahl ist zumindest doch sehr vertraut. Ja. Ist nämlich da, wo wir herkommen. Warum haben sie vorher vor Christus und dann AD genommen? Das ist von der Übersetzung wahrscheinlich, oder? Gut möglich. Ist ja eine Fanübersetzung, dass er sich da... Ich weiß auch nicht. Weil eigentlich hätte es ja AD und nimmt man doch eigentlich BC, oder? So einen gängigen... Ja. Wäre. Ich glaube, das ist im Englischen auch so. Ja, im Englischen auch sollte es, denke ich. Also gerade daher würde ich schätzen halt BC. So, gut, ich helfe dir jetzt mal bei den Gnomen. Wobei, den blauen kannst du dann machen. Oh yay. Wer seid ihr eigentlich? Ohne zu fragen, in unserem Schrank zu kriechen, haut ab! Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, um die Zeit zu reißen. Aber gut. Hallo, willst du nicht mit mir reden? Doch.
Hey, ihr seid ihr gerade aus dem Schrank gekommen? Raus hier! Ist ja gut. Achso, das bist du. Was? Sekunde? Wer spricht denn da? Achso, Sekunde! Medina wurde von den Vorfahren der Mystiker gegründet, die einen Krieg gegen die Menschen verloren. Die meisten Mystiker sind wütend auf euch Menschen. Seid vorsichtig! Ein seltsamer Mann lebt in der Nähe der Berghöhle, westlich von hier. Besucht ihn doch mal. Okay. Ja, erst so unhöflich und dann... Danke! Warum seid ihr so nett? Wo doch die meisten Mystiker Menschen nicht ausstehen können. Das ist deiner. Ja, ich glaube. Menschen und Mystiker kämpfen vor über 400 Jahren gegeneinander. Das ist der unten links. Gegeneinander. Ja. Stimmbruch und so. Tut mir leid. Ich sag mir Schwamm drüber, aber nicht alle scheinen meine Meinung zu teilen. Okay. Gut, richtig gut. Ja, wir sind im neuen Fleckchen in unserer Zeit. Dann schauen wir doch mal. Wohnhaus waren wir eben. War das unten links, diese eine Insel, die da noch war oder so? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Ich zeige euch einfach mal die Karte. Gut, die ist sehr verpixelt. Okay, ja, ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube, wenn ihr euch so ein bisschen an den Anfang erinnert, also der linke Kontinent, da haben wir angefangen. Wir sind jetzt also wirklich auf dem anderen. Gut, komme ich hier raus? Okay. Und diese Gnome sind also Mystiker, das ist genau. Auch eine interessante Erklärung. Ja. Du machst immer die blauen. Ah ja, okay. Hat das was mit männlich und weiblich zu tun? Keine Ahnung, ich kenne mich bei dem Mystiker-Spätzchen nicht so raus. Haben die nicht, haben wir abgeschafft, brauchen wir nicht. keine Ahnung. Assi, der Achte kommandiert uns, dank des Ruhms seines Vorfahren herum. Achso, ja, das war ein Komma so viel, okay. Diese Arbeit ist brutal! Okay. Oh Gott. Ich bin Assi, der Achte, Oberhaupt von Medina. Meine Vorfahren halfen dem großen Magus. Oh, großer Magus, warum hast du die Menschen vor 400 Jahren nicht einfach ausgerottet? Das denke ich mir auch hinter. Ja, so ein Pech. Da kann ihm leider nicht helfen. So, was haben sie da oben? Ist hier irgendwas Brauchbares mal? Ein Ungeheuer lebt in der Berghöhle im Westen. Nur magische Angriffe können ihm schaden. Das ist schon mal ein guter Tipp. Wer keine magischen Kräfte besitzt, wird nicht so leicht an ihm vorbeikommen. Aber jetzt räume ich lieber weiter auf, bevor Ossi der Achte mich erwischt. Alles klar. Deswegen auch kein Robo mehr dabei? Robo ist schon noch theoretisch da. Mehr dazu im vorigen Part. Ah, ich wollte gerade sagen. Okay. Wird das irgendwas, ja. So. Ich dachte, jetzt einfach weggestellt, weil er doof ist oder so. Ja, wirst es sehen. Ja, mach du den. Mit Menschen rede ich nicht. Okay. Schön, dass er mit uns geredet hat. Hier gibt es nichts für Menschen. Auch, dass ihr wegkommt. Ja, wir könnten jetzt aufgeben oder höflich bitten. Was sollen wir tun? Höflich bitten. Okay. Wer gibt denn da auf? Ihr wollt es wohl nicht anders. Zeig's ihnen, Chef! Ja, danke auch. Ja, komm vor. Ja, aber ja, kämpfen wir halt mal im Laden. Warum auch nicht? Vielleicht kann man ja den Laden dann ausräumen. Ich meine, die haben wir hier angegriffen. Das wäre mal zu logisch, ne? Im Rollenspiel einfach den Laden ausräumen, anstatt zu kaufen. Ja. Mensch. Erinnert mich an Skyrim, ne? Haust den Ladenbesitzer um und kannst du nehmen, was du willst. Ja. Was so rumliegt. So, das war jetzt überhaupt kein Problem. Und mal gucken, was passiert. Der Chef! Biester! Also gut, ich verkaufe euch was. Ah, siehste. Ja, er verkauft uns zwar was, aber schaut mal auf die Preise. Das ist ein Witz. Das ist ein richtiger Witz. Wir können hier nichts kaufen. Leute, ein Tonic, ja, wo wir sonst 100 oder so bezahlen. Nein, wir werden hier nichts kaufen. Oh, was war das denn? Tonic groß mit 1 Million? ich senke meine Preise doch nicht für euch Menschen. Naja, anscheinend. Geil. Alles umsonst, cool. Ja, es hat was, ne? Auch umsonst, man hat ja Techpoints und Gedöns. Kann man auch mal einmal auf die Oma hauen. Ihr verderbt mir das Essen, haut ab! Hoffentlich erteilt Hekran diesen Menschen eine Lektion. Okay. Das ist deiner. Menschen, haut ab! Ja, was wollen wir machen? Versuch da nochmal! Nochmal paar Leute. Achso, ist deiner. Entschuldigung. Seid still, okay? Verkloppt sie! Oh Mann, wir sind ja richtig willkommen hier, man merkt's schon. Dann einfach mal eine, ne? Auf die 12.
Ja, aber sowas von. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann auch zu horrenden Preisen hier übernachten könnten, was wir natürlich nicht tun. Wenn man aufgegeben hätte, dann hätte man aber auch nicht übernachten können, oder? Genau, dann hätte man nicht mal die Option gehabt. Was ich gut finde in diesem Spiel, sind ja diese Komplikationen, die entstehen können aus den Taten. Mhm. Ah, Hilfe! Das stimmt, ja. Das hier ist jetzt wieder Story-Teil, oder? Ja. Sollte man vielleicht darauf aufpassen? Ja. Ich bin nur gerade so ein. So. Das stimmt, ja, aber gut, jetzt haben wir die Leute vermöbelt, jetzt ist es halt so, jetzt haben wir uns unbeliebt gemacht. Der Medina-Platz mit einer richtig unheimlichen Musik hier. Krono, was singen die da Komisches? Hm. Die fangen jetzt nicht an zu singen, oder? Ah, es klingt so wie so ein, wie ein Chor. Ja. Bisschen düster. Ich dachte schon mit Text und so, den wir jetzt dann vorsingen dürfen. So, die könnt ihr, die Blauen. Okay, Hut, Sir Margus. Was ein Hut? Okay, die sagen immer das Gleiche. Okay, ja. Was mit euch? 400 Jahre ist es her, dass Margus die Mystiker zum Krieg gegen die Menschen aufgerufen hat. Wenn Lavos erwacht, sind alle Menschen Geschichte. Oh, die der große Margus. Die kennen sich ja aus anscheinend. Ja, vor allem sehen die doch alle aus wie die Gegner, die wir schon öfter mal hatten. Ja, ja, ja. Sehr verdächtig. Irgendwie schon. Bis auf die kleinen Gnome, oder kamen die auch mal? Habe ich die jetzt nicht mehr im Gedächtnis? Ich glaube schon, dass die kamen, ja. Okay. Mysteriös sind auch die Waldruinen. Da gehen wir auch mal kurz rein. Mit lecker Truhen. Ja, ja, damit. Aber hier ist es ja nicht so Panne, dass man einfach Truhen stehen lassen muss, oder? Es gibt, so viel kann ich schon mal verraten, einen Moment, da sollte man sich überlegen, zu welcher Zeit man die Truhe öffnet. Okay. Dazu mehr, wenn es soweit ist. Und ja, die Pyramide kann man jetzt nichts machen, außer bewundern. Wird später noch relevant. Sieht doch hübsch aus, ist schön blau. Ja, ne? Hat was. Leuchtet schön, super. Wunderschön, ja. So, da hinten komme ich nicht durch. Dann gehen wir mal weiter. Haben ja von irgendeinem Typen geredet, der dort leben soll. Und da wird er wohl sein. Melchiors Hütte. Melchior? Ja, der Melchior ist auch dabei. Bisschen, little religious? Ah, hallo. Seid ihr an einer Waffe interessiert? Ja, sicher doch. Wer sagt denn da nein? Nö. Und er hat wirklich gutes Zeug. Eine neue Waffe für Krono, das und vor allem für normale Preise. Da ich wollte gerade sagen. Sag ich nicht nein. Keine so horrenden Summen. Sie bekommt ein neues Plasmagewehr. Unser Robo, der hat schon den Hammerarm. Und die Weste könnten unsere Mädels gebrauchen. Wobei ich mich immer wundere, was die mit ihren Plasmawaffen und sowas für einen flamigen Schaden macht. So richtig, richtig lame. Ja, ne? Eigentlich schon. Ich meine, es sind Plasmawaffen, hallo? Da erwartet man eigentlich ein bisschen mehr, ja. Ja, die brennen doch mal so ein großes Loch in so einen Gegner rein, oder nicht? Ich meine, da kann doch so ein Pfeil nicht gegen anstinken. Eigentlich. Siehst also, du mal. Wer weiß, was das für Pfeile sind. Ja, das Explosivpfeile oder so hat die mittlerweile schon. Waffen. Gäbe es in dieser Welt nichts Böses, so bestünde kein Bedarf daran. Tja, was für ein trauriger Zustand. Sehr philosophisch. Ja. Tja. So, gibt's ja sonst noch was? Ich glaube nicht. Oh, der hat doch ganz viele Waffen hängen. Einfach mal so ein bisschen was mit. Ja, ne, wär's zu einfach, ne? Merkt doch so eh nicht. Nein, will nicht. Aber. Mit der Blindbrille? Ich glaube, ich werde noch was verkaufen hier. Das ganze Zeug. Ist immer gut. Endlich die Magnetklinge, die, wo ich am Anfang gekauft habe. Jetzt sind wir sie los, endgültig. Krass. Bolzenklinge. Oh, die geben gut Geld. Mhm. Das ist ja schön. Sollte man auf jeden Fall raushauen, das Zeug. Ist ja nicht so wie bei sowas wie Lufia, dass man das ganze Zeug noch braucht. Nee, hier kann es definitiv weg. Obwohl ich das bei Lufia sehr schön fand. Also mit diesem, dass man für die Sachen noch eine andere Verwendung hatte, als immer nur verkaufen. Ich meine, man hat sowieso mehr als genug Geld bekommen. Das stimmt, ja. Eigentlich schon. Es fällt euch sicher auch auf, dass wir Accessoires niemals verkaufen können. Das ist auch so gewollt von dem Spiel. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich meine, da kann man immer je nach Situation schön taktieren mit dem schönen. Eben. Das ist so eine Taktikkomponente, hätte ich jetzt auch gesagt. Möchtet ihr ins Friedensdorf zurückkehren, so empfehle ich die Abkürzung durch die Höhle im Norden. Aha. Ja, genau. Es bleibt wohl auch nichts anderes übrig. Kriegt man hier noch Tipps? So. Die Heckranhöhle, ja. Heckranhöhle, wir haben ja schon viel darüber gehört. Es ist eine Abkürzung, aber das soll auch ein Monster sein, das nur mit magischen
Attacken zu beschädigen ist. Aber werte Freunde, das alles. Nee, noch nicht ganz. Tod den Feinden der Mystiker! Ja, erst müssen wir noch eine Runde kloppen. Ach, schon wieder vorbei. Ja, so schnell ist eine halbe Stunde rum, ne? Echt fies. Schlimm. Da könnte man jetzt einfach weitermachen und weitermachen. Ja, finde ich auch. Also es macht schon sehr viel Spaß. Auch allein schon das Zusehen. Mhm. Ist einfach ein. Bei diesem Spiel. Ja, auch gerade diese Komponente mit den Konsequenzen finde ich sehr interessant. Mhm. Das wird, das ist jetzt in den. Vor allem in den Zeitquests wird das nochmal krass. Da hat man dann nochmal richtig schöne Möglichkeiten mit den Konsequenzen. Und das hätte ich nicht gedacht. Vor allem Konsequenzen New Game Plus. Weil, es gibt. Gut, ich sag's jetzt an der Stelle einfach nochmal, ist ja jetzt egal, ich hab's im vorigen Part schon mal erwähnt, aber okay. Im New Game Plus ist es halt so, dass du kannst dann dieses Spiel jederzeit beenden. Du kannst dann auch gleich am Anfang zu dem letzten Endboss rennen, theoretisch. Und je nachdem, wann du zu dem rennst, kriegst du halt ein anderes Ending. Weil es ist ja storytechnisch natürlich dann was ganz anderes. Das ist ja krass. Ja, es gibt deswegen dieses Spiel, das ist Wahnsinn für ein Super Nintendo-Spiel, dass das 12, 13 Endings hat, das ist überwältigend. Ja, wenn das mit dem New Game Plus ist, dann ist das richtig krass. Ja, und deswegen, das ist ein richtiger Wiederspielwert. Dann natürlich werde ich euch das alles zeigen, aber heute definitiv nicht mehr, wir sind über der Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, wenn ich dich in der Leitung habe und gerne wieder. New Game Plus werde ich Gäste, die im vorigen Spiel dabei waren, definitiv nochmal einladen. Um das Ganze nochmal so schön zu resümieren, da bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Super, da freue ich mich. Gut, und das ist so ein penetranter Sound hier, das nervt gerade ziemlich. Aber egal. In dem Sinne, macht's gut und wie immer hat mein Gast die letzten Worte. Ja, mir war es auch eine Ehre wieder mal. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr bleibt dabei bei Chrono Trigger.